Miau, willkommen zurück zu Fear und dem großen Häuserkampf. Der dicke Babo hat uns nicht mal was hinterlassen. Wir haben uns jetzt eigentlich schon so ziemlich alles angeguckt. Und auch schon so ziemlich alles kaputt geballert. Oh, ich ahne, glaube ich, wo es weitergeht. Oder? Dahinter? Ist eigentlich aus den guten alten Duckjumps geworden. Geht's ja jetzt doch nicht weiter. Ja. Vielleicht können wir uns jetzt wenigstens mal kurz in Ruhe hier umsehen. Haben wir irgendwas oder irgendwen vergessen? Das ist ihr Auto, aber das ist auch das Auto von dem Bösen. Das könnte ein sehr schlechtes Zeichen sein. Vielleicht, wenn ich jetzt noch mal dahinter gehe, wo wir eben nicht weiterkamen. Vielleicht musste ich ja erst den mit den Pew-Pew-Waffen kaputt machen, wer weiß. Ja, die hätte ich gerne mal wieder. Seht ihr, wäre ich hier besonnen und langsam vorgegangen und nicht so panisch auf der Flucht vor dem Typ gewesen, dann hätte ich hier mich auch erstmal umschauen können. Aber wir können ja. Natürlich. Ach, wir können ja springen! Soll ich was sagen? Das habe ich vergessen. Das habe ich tatsächlich vergessen. Ich habe völlig verdrängt, dass wir springen können. Und zwar, weil ich gestern so viel Firewatch aufgenommen habe und man da nicht springen kann. Habe ich einfach mal ignoriert, dass wir das hier aber können. Oh, scheiße. Och, die stehen ja überall. Zum Glück ist diese Waffe so mega geil. Boah, zum Kämpfen ist sie der Wahnsinn. Hallo. Ich sehe im Moment keinen mehr, aber das heißt ja nichts. Ich finde, diese Waffen klingen echt alle wie bei Star Wars. Und die sind aber auch echt nur gut, wenn man Zeit hat zu zielen. Ja, check mal out. Für die Waffe hätte ich gerne mehr Schuss und bessere Versteckmöglichkeiten, weil an sich ist das gerade ziemlich geil hiermit. Nein, keine Reinforcements. Das ist so geil. Splash. Total gegrillt. Das ist meine Lieblingswaffe, glaube ich. Ich werde mir zwar niemals merken können, wie sie jetzt speziell heißt.
Aber Spaß macht's. Aber wenn ich jetzt wieder hier drin bin, brauche ich das auch nicht. Aha, gruselige Musik. Die habe ich vorhin gekillt. Guck mal, Mama, Leute, die ich kalt gemacht habe. Oh, Bäder sind doch eigentlich immer gut. Guck mal, hier so eine Oma-Rutschmatte. Und schöne alte Matratzen, ne? Habt ihr euch hier gut die Zeit vertrieben? Bestimmt. Das war schön. Alles okay. Okay, läuft gut. Das läuft sehr gut. Ihr müsst eine Bewegungsrichtung vortäuschen, damit ich nicht weiß, bei welchem Fenster ihr als nächstes auftaucht. Mein Gott. Hat mir euch nichts beigebracht. Die armen Boys, tut mir fast schon leid. Von meiner völligen Expertise überrannt. Nein, natürlich nicht. Von da kam ich. Das heißt, ich muss schon hier runter. Wie kommt's eigentlich, dass die alle... Die waren doch jetzt auch nicht schneller als wir. Und wir sind doch nur hier, weil unser Helikopter abgestürzt ist. Aber warum ist hier alles voll mit den Typen? Das macht keinen Sinn. Vor allem, Kate Rammelmeier in das Spiel kommt. Warte, will ich mir aufschreiben. Rammelmeier... Industrial Compound. Das ist sehr gut. Ah, das ist sehr gut. Fantastisch. Steht da was hinter ihr? Ja, ne? Is this who you're looking for? She smells nice. Friendly Fire ist zwar off, aber... Ich glaube, ich hätte ihn jetzt eh nicht erschießen können. Ich kann meine Taschenlampe nicht anmachen. She told me so many things. Oh shit. Okay, wir wurden nur verarscht. Ah, zurück im Krankenhaus. Krankenhausfeuer. Boah, sowas hatten wir lange nicht mehr. Nützt mir nix. Ja. Okay. Wird das gefährlich? Wo sind wir denn jetzt? Jetzt haben mich diese Geister so verwirrt. Ihr wisst übrigens, dass die richtigen Geister am Start sind, wenn eure Taschenlampe nicht geht.
Wollte ich nur mal kurz anmerken. Kann ich da rein? Hm. Hä? Jetzt habe ich wieder... Warum geht das eigentlich immer nur mir so? Oder geht das anderen Leuten auch manchmal so, dass wir einfach nicht sehen, was hier jetzt der Schocker hätte sein sollen? Ich gucke dann so oft nicht hin. Aus Versehen. Ich will ja geschockt werden. So ist es nicht. Oh, hier ist nur eine Dose. Ich dachte, es wäre wieder ein Power-Up. Oh, da sind wir schon wieder. Point of Entry. Aber ich will den Part doch schon Rammelmeier nennen. Mal gucken, was ich mache. So, Situation. 4-Point Man successfully eliminated Replica Forces attempting to secure helicopter crash site and is now en route to abandoned Rammelmeier Industrial Compound. Alice Wade is believed to have been captured by Paxson Fatto. Her welfare is unknown. She is not responding to comlink transmissions. Ja, wie immer. Mission priority is to secure Alice and Harlan Wade. Ein Tipp, denn was lernen wir aus allen Filmen und allen Spielen? Wenn die guten Leute kommen und euch retten wollen, dann macht nicht euer eigenes Ding. Geht einfach mit denen mit. Ich meine, klar, dass sie im Aufzug gekidnappt wurde, dafür kann sie nichts. Aber sie hätte jetzt auch nicht mit ihrem Auto wegfahren. Wir wollten doch zum Helikopter. Ich dachte, ich hätte gerade erst alle Enemies eliminated. Und jetzt sagst du mir, die sind überall hier. Oh geil, Fernsehen. Was denn? Ah, ich habe Angst. Give him back wen? Wen denn? Junge Dame, Sie sollten auch nicht mit Fremden sprechen. Ich weiß nicht, ob Sie das müssen. Aber das ist voll gefährlich. Dumme Freude. Tick, Trick und Track sind auch schon da. Ah, ihr seid zu weit weg. Warte ich lieber auf euch. Oder... Ich nehme das geile Ding. Ich grille euch einfach. Ist der da hinten tot? Nö. Ja, das war schön. Ah, das speichere ich mal. Gut. Hallo. Darf ich euer Health benutzen, weil... Ihr seid schon nur noch Haut und Knochen. Ihr braucht das nicht mehr. Ich brauche das noch. Es ist nur fair von euch, dass ihr mir das gebt, so bevor ich da reingehe. Nein, es ist ganz klassisch hier einfach alles versperrt. Wahrscheinlich hätte ich auch einfach... Nee, hätte ich nicht. Okay. Sonst hätte ich mich auch geärgert. Das Spiel ist übrigens so ein bisschen wie The Walking Dead. Ich finde es die ganze Woche immer über lame und immer das Gleiche und irgendwie passiert nichts. Und dann, wenn meine Aufnahmesession gleich vorbei ist, dann... Alter Schwede, wird's ganz interessant. Kam aus diesem riesen Auto jetzt nur einer raus und... Ah, ne. Wovon werden die überhaupt gefahren? Ist auch eine legitime Frage. Ja, ist noch einer. Ich sehe dich. Komm raus! Ist einfach die beste Waffe. Ich wünsche mir das... Ich wünsche mir, dass sie niemals leer geht. Ja, jetzt. Genau. No.
Scheiße, okay. Habe ich hochgepokert. Kriegen wir aber mit der Waffe trotzdem hin. Ich darf nur nicht so mitten im Weg stehen. Okay, okay. Eins. Zwei. Drei. Na, kommt raus. Es sind noch mindestens zwei, drei. Drei. Genau. Okay. Richtig erkannt. Albert, oder wie auch immer du heißen mögst. So, der letzte Akt in diesem Part wird sein, den großen Fiesen da hinten zu erledigen. Ich habe leider kaum noch Schuss. Haben wir geschafft. Es tut mir, ich bin jetzt schon traurig, weil ich nichts zum Nachladen für diese schöne Waffe habe. Vielleicht wäre hier was gewesen. Ich bin ja einfach nicht gucken gegangen. Ach ja, da vertraut wieder niemand auf unsere Skills. Da kriegen wir Medkits. Aber die brauchen wir ja gar nicht. Denn wir haben unsere schöne Pew-Pew-Waffe, die jetzt leer ist. Aber jetzt sind auch alle tot. Das war der Fear Song. Kanntet ihr noch nicht? Ist hier die Titelmusik. Na gut, aber hier raus gehen wir dann erst am Montag. Schade, dabei lief es gerade so gut. Danke euch, dass ihr dabei wart. Mal wieder eine Woche 4 fertig. Ich hoffe, ihr wart entertained und habt jetzt ein wunderschönes Wochenende. Und schaltet auch morgen, nee, am Montag wieder ein. Zu viel, macht euch eine gute Zeit. Dankeschön, bis dann.